Und Imam Malik, und das werden wir auch noch sehen, hat eine Besonderheit in der malikitischen Rechtsschule, ein Beleg, eine Quelle, die kein anderer Madhab hat. Das ist eine malikitische Quelle. Gibt es nirgends, weder bei den Hanafiten noch Schafi'iten noch Hanbaliten. Und diese Quelle ist die Praxis der Medinenser. Was soll das heißen? Wenn wir einen Hadith haben, einen einfach überlieferten Hadith, der mag authentisch sein, warum geht's nicht? Aber den hat ein Sahabi überliefert oder zwei Ahad-Hadith. Wir reden jetzt nicht über Aqida, wir reden jetzt über Fiqh. Imam Malik bekommt diesen Hadith mit, aber die Medinenser da, die handeln nicht danach. Dann sagt er bei allem Respekt, ich habe hier einen Konsens der Medinenser, auch wenn das kein Konsens der Muslime ist, das weiß er ja selbst, dass das kein Konsens der Muslime ist. Es gibt ja auch noch anderswo Muslime. Aber er sagt sich, guck mal, die Medinenser, die Schüler der Sahaba in Medina sind, und ich sehe die vor meinen Augen, die machen das nicht. Und da kommt eine Überlieferung, da heißt es, das wird gemacht. Dann sagt Imam Malik, rahimahullah, tut mir leid, dann halte ich mich an die Praxis der Medinenser. Die sind mehr. Da habe ich einen Sahabi, der hat was gesagt. Und hier habe ich unzählige Schüler, also Kinder der Sahaba, die sagen mir, die Sahaba haben was anderes getan. Jetzt steht es hier 100 oder 1000 Sahaba zu einem Sahabi. Was mache ich denn jetzt? Dann sagt er sich, dann halte ich mich an die 1000 Sahaba. Ist das klar? Und das ist eine riesen Diskussion. Die anderen, die Schafi'iyya und so, die haben natürlich die Malikiden angegriffen, also im positiven Sinn jetzt, keine Schlacht und Blut, ja, sondern wie könnt ihr nur? Da kommt ein authentischer Hadith. Aber die Malikier sagen, ja, aber Sekunde mal, ist ja schön. Wir haben ja nicht gesagt, der Hadith ist wa'if. Wir haben gesagt, dieser Hadith, wie viele Sahaba haben darüber gesagt, darüber erzählt? Einer, zwei, drei, wenn es hochkommt. So, und jetzt habe ich die Schüler, weil die Sahaba hat Imam Malik ja nicht gesehen, aber die Kinder von den Sahaba, die Tabi'in also, und die machen was anderes. Da sagen sie die anderen Rechtsschulen, ja, vielleicht haben sie es nicht mitbekommen. So einfach ist das. Diese Hadithe waren doch aufgeteilt, oder nicht? Oder verteilt in den verschiedenen Regionen. Die Medinenser haben es nicht mitbekommen. Und das ist möglich. Deswegen Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, hat ein Werk geschrieben über die Gültigkeit der Praxis der Medinenser. Er hat gesagt, das ist ein guter Aspekt. Aber, wir müssen hier Folgendes unterscheiden. Steht die Praxis der Medinenser gegenüber der Überlegung von einem Sahabi oder von einem Tabi'i? Also nicht von einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern wir haben Praxis der Medinenser, steht gegenüber was? Ijtihad eines Sahabis. Das ist sein Ijtihad. Dann hast du vollkommen recht. Dann halte dich an die Praxis der Medinenser. Warum? Das sind mehr. Das ist einer. Sehr schön, der Sahabi, bei allem Respekt, der hat sich angestrengt, ist zu einem Urteil gekommen. Aber da habe ich Hunderte, die zu einem anderen Urteil gekommen sind. Also sagt Ibn Taymiyyah, rahimahullah, der Hanbalite, der sagt, ihr Malikiyyah, ihr habt recht. Aber, dann sagt er, wenn ich einen Hadith des Propheten habe, sallallahu alaihi wasallam, und der ist authentisch, dieser Sahabi hat authentisch überliefert, also der Sahabi, dass er nicht lügt, ist ja klar, aber die Überlieferungskette bis zum Sahabi ist authentisch, und ich habe Medinenser, die nicht danach handeln, ja, dann kann es doch wirklich sein, dass sie diesen Hadith nicht mitbekommen haben. Also tut mir leid, sagt Ibn Taymiyyah, hier liegt ihr falsch.